das hier für Stein? Was ist das? Andesit. Ach, das ist der Andesit. Okay. Ja, stimmt. Sieht man da drüben. Ah, hier ist noch Kohle. Und ihr seht, wie langsam eine Steinspitzhacke ist. Das wird eine Weile dauern, bis wir hier was gerissen haben. Wir machen die gleich wieder weg. Die machen wir gleich wieder weg. Denn wir brauchen die. Also ich meine, wir brauchen die eigentlich nicht, aber wir brauchen den Platz. Wir wollen ja ein bisschen was machen. Wir wollen ja ein bisschen schaffen, was tun. Das ist wichtig. Wir wollen einfach eine neue Siedlung bauen. Diesmal ohne irgendwie Mittelalter oder kein Mittelalter, es ist wirklich wurscht. Wir bauen das, worauf wir Bock haben. Spontan. Spontaneously, quasi. Und dann ziehen wir volle Bude durch. Ja, und hier noch. Durchgezogen. Ja, wir bauen und bauen und hier vorne ist Holz. Aber das können wir ja gleich einsammeln eigentlich. Wir bauen jetzt auf jeden Fall Truhen. Truhen können wir gebrauchen. Holztruhen, was gibt's denn hier? Redstone-Truhe, Ender-Truhe, halt die normalen. Na danke für nix. Wie viele Truhen habe ich denn jetzt? 3. Wir legen mal das... Die Kohlen legen wir mal hier rein. Ja, das Fleisch auch. Samen da rein. Holz können wir immer gebrauchen, aber... Fichte, Eiche, Birke... Haben ein paar Stöcke gemacht, holen uns noch, bauen uns noch eine Spitzhacke und Schaufel auf jeden Fall. Die werden wir noch brauchen gleich, wenn sie richtig eskaliert. Wir bauen auch schon das hier ab, hier drüben, damit wir einfach schneller durchkommen. Was ist das denn für ein Riesenbaum? Und auch noch verwachsen mit einem anderen? Das ist ja ein Riesengerät. Wahnsinn, das ist ja spannend. Ein spannendes Konstrukt. Hier drüben ist auch noch einer. Da hinten auch. Eigentlich ein schöner Baum, muss man mal sagen. Der besteht aus 2 Holzsorten. Hätte man vielleicht stehen lassen können. Interessant. Und hier kriegt man ungefähr die Ausmaße mit. Ja gut, viel Platz nach unten ist nicht. Wie ich das so sehe. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr Platz. Und hier haben wir gleich den nächsten Baum, der ein bisschen verschwurbelt ist.
cool. Ein bisschen was könnten sie an Minecraft schon noch machen. Ein paar Sachen fallen mir ein, die sind modtechnisch wirklich ganz toll schon geklärt. So, und wir ziehen das dann auf diese Höhe runter. Und hier sind noch ganz schön Bäume, wie ich das so gerade sehe. Die machen wir jetzt noch weg, die Bäume. Es ist auch durchaus möglich, dass wir nochmal eine Runde Kobbel brauchen und nochmal Äxte und alles Mögliche. Achso, das ist Erde, da müssen wir durch. Das ist auch ein ganz schön verschwurbelter Baum. Der verschwurbelte Baum. Da ist eine Kuh. Und von denen arbeiten wir uns auch von oben durch. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Das ist wahrscheinlich wirklich das Einfachste. Wenn wir uns hier so schön durcharbeiten. Gucken mal hier, ob wir Sachen finden. Gucken mal da, ob wir Sachen finden. Wie hier sieht man ja, was los ist. Wie weit das auch hier rüber geht. Das ist ja ein ganz schöner Ast. So, jetzt gehen wir erstmal ratzen. Grüß dich. Ja, wir gehen nach oben. Und hauen uns in die Kiste. Das ist wichtig. Schlaf muss sein für einen Siedler. Ach, das ist einfach schön, entspannt ein bisschen zu bauen. Das ist einfach... Das ist schön zum Unterkommen, wenn man von Arbeit kommt, wie ich gerade. Das ist einfach eine schöne Sache. Ja, jetzt ist es hell. Jetzt können wir auch mal sehen, wo es hier lang geht. Okay, hier geht's runter. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt alles war. Hier sind zum Beispiel noch was. Es ist Wahnsinn, was hier los ist, dass ich das übersehen habe. Und unsere Axt macht gleich den Hintern hoch. Das ist aber nicht schlimm. Wenn die Axt rum ist, dann werden wir wahrscheinlich neue machen. Und nochmal gucken, ob noch ein paar Saplings gefallen sind. Wenn die nicht schon despawned sind, das wäre echt ärgerlich. Ich meine gerade die Tannenholz-Saplings. Gehen wir jetzt mal schnell. Und dann machen wir mal neue... Ich glaube, die sind schon weg. Ja, so wie es aussieht, sind sie weg. Schade das. Aber so ist es nun mal. Hier ist ein schwarzes Schaf. Hier irgendwas getroppt, ja. Hat es. Wir gucken mal. Diorit, weiße Wolle, Eichenholz. Eichenholz. Wir nehmen mal das Eichenholz mit. Birkenholz tun wir rein. Granit, Bruchstein brauchen wir auf jeden Fall noch. Bruchstein ist wichtig. Das können wir auch erstmal da rein tun. Das nehmen wir mit. Die brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So rum ist egal. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch Bruchstein. Ja, hier haben wir noch Bruchstein. Da haben wir erstmal alles. Stöcke. Holz. Stöcke. Brauchen wir auf jeden Fall auch eine Menge.
Und was brauchen wir noch? Ah ja, eine Axt. Eine Axt wird doch reichen, oder? Ich nehme trotzdem zwei jetzt. Was soll der Geiz? Truhen werden wir auch noch richtig was brauchen. Gerade wenn wir hier jetzt den Hügel hier ab. Der ist ja ungefähr, naja, der ist sogar ein bisschen größer. Der Hügel ist wirklich ein bisschen größer als den ich damals abgetragen habe, bevor die Aufnahme begann. Die eigentliche Aufnahme der ersten Minecraft-Welt. So, despawned der Kram jetzt hier. Ja, er hat despawned. Das hat ja auch lang genug gedauert. Wahnsinn, hier irgendwo ist noch so ein Ding drin. Das hole ich jetzt erstmal nicht raus. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Nägel mit Köpfen. Hallo, hier sind eine Menge Schafe unterwegs. Wenn wir überlegen, wie leer das war. Wahrscheinlich muss das immer erstmal... abgespeichert und neu erstellt werden. Keine Ahnung, warum auf einmal jetzt so viele Tiere da sind. Wenn ihr euch an die letzte Aufnahmesession erinnert, so viele Tiere waren da nicht. Finde ich, jetzt mein Empfinden. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu drunter schreiben. Gucken wir mal, ob hier alles despawnt. Ja, es bewegt sich. Hier findet Bewegung statt. So, mal sehen. Jetzt haben wir noch ein paar. Den Baum lasse ich dann, weiß ich nicht, ob ich den stehen lasse. Hier ist auf jeden Fall noch was drin. Hundertprozentig. Oh Gott, einmal durchgefallen. Da sage ich, oh Gott, ich glaube nicht an Gott. Aber ist egal. Das ist mal ein Thema für eine andere Geschichte. Hier muss doch noch was drin sein. Kann ich hier irgendwie rüberspringen schnell? Ja, hat geklappt. Hätte ich nicht gedacht. Und hier irgendwo muss doch noch Holz sein. Ich wusste es da. So, jetzt und? Kommt jetzt was oder nicht? Ja, ich glaube, es despawnt. So, jetzt sind wir einmal hier rüber. Aber richtig abgestürzt. Okay, das haben wir auch schon abgeerntet gehabt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das sah von oben aus wie noch ein voller Baum. Ja, Life in the Woods ist eine tolle Mod. Ein tolles Mod-Paket. Schade, dass es das nicht für die X1 gibt. Echt schade, weil das würde nochmal echt noch ein bisschen mehr Nahrungsaspekt einführen. Aber das ist einfach nicht möglich. Schade. Da haben die PCler echt einen Vorteil, muss man sagen. Aber wirklich einen krassen Vorteil. PC Master Race, sagen ja einige. Mir geht dieser Machtkampf echt ein bisschen am Arsch vorbei. Mir ist das scheißegal. Hauptsache, du hast einen guten Spielegeschmack. Aber das ist eigentlich auch egal. Hauptsache, du hast Spaß. Hauptsache, du hast Spaß am Spiel und kannst ein bisschen mit abnörden. Das ist eine coole Sache.
Und ist hier jetzt alles weg? Ja, hier ist alles weg. Ja, was habe ich? Ich habe Netflix in letzter Zeit ein bisschen für mich entdeckt. Ich weiß, ich kannte das vorher schon. Mir war auch das Konzept vertraut. Aber Netflix, oh yeah, kann man nur sagen. On-Demand schauen ist halt wirklich echt auch ein bisschen die Zukunft, ja. Wer setzen sich noch vor den Fernseher und programmiert sich irgendwie irgendwas ein, beziehungsweise setzt sich dann wirklich 5 Minuten bevor ein Programm beginnt vor den Fernseher und wartet, dass es losgeht, wie es nun mal früher war. Oder hingesetzt und erstmal einen Videorekorder programmiert oder so ein Kram. Das macht doch keiner mehr. Das ist einfach. Also in der Hinsicht finde ich den technischen Fortschritt wirklich gut. Aber eigentlich ist technischer Fortschritt immer gut, wenn ich das so überdenke jetzt. So für mich selbst. Hier drüben haben wir hundertprozentig noch ein Stück Holz drin. Frage ist wo. Ah, da haben wir es schon einfach mal in die Mitte reingesenzt. Das müsste es doch gewesen sein. Komm,